Und runter geht es. Wo haben wir denn eigentlich diese Jack-O-Lanterns alle stehen? Wo sind die Leuchtkürbisse eigentlich? Ich habe keinen Schimmer, wo ich die hingetan habe. Aber wenn sie hier sind, im Keller, ruhig Enderman, dann müssen sie hier irgendwo sein. Aber wahrscheinlich finde ich sie jetzt nicht. Eigentlich müssten die kategorisch bei der Beleuchtung sein. 64 Fackeln, nehmen wir eigentlich noch mehr Fackeln mit? Wollen wir das machen? Fackel 3x64, nehmen wir noch eine Ladung Fackeln mit oder zwei. Die nehmen wir auch mit. Ja, jetzt kriegst du Schritt für Schritt mit, wie wir uns hier für die Reise wirklich ausgiebig vorbereiten. Mein Ziel ist, oder sollte sein, dass wir wirklich... Ah, hier ist sogar noch eine heile Spitzhacke. Sehr gut, nehmen wir noch eine mit. Wie viele Spitzhacken haben wir denn? Spitzhacke, Spitzhacke. 2x1. Das muss reichen. Mehr nehmen wir nicht mit. Sollte es wirklich so weit kommen, dass wir auf diese Spitzhacken angewiesen sind, dann haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte einfach diesen Fehler vermeiden, den ich jetzt schon so oft gemacht habe, dass ich zu sparsam bin und einfach zu wenig mitnehme. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Trotzdem finde ich jetzt diese Leuchtkürbisse nicht. Wo sind die denn? Habe ich die denn nie eingelagert hier? Die müssen doch irgendwo sein. Da hinten bei den Steinen sind die auf jeden Fall nicht, aber hier sehe ich die auch nirgends. Ich sehe keine Leuchtkürbisse. Siehst du was? Nö, ne? Bin jetzt auch wahrscheinlich wieder ein bisschen zu hektisch, weil das Let's Play läuft. Lass mal eben ganz kurz nach oben gehen, ob hier was in der Truhe ist. Unsere Gerümpeltruhe 1. Unsere ganzen Rucksäcke sind da drin. Ja, klar. Wissen wir. Da sollten wir übrigens vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, was Rucksäcke angeht. Das hat mit den Rucksäcken letztes Mal, war das etwas knapp. Ich gehe nochmal eben in die andere, zur anderen Truhe, ob da was drin ist. Aber wahrscheinlich wird da auch nichts sein. Nein, da ist auch nichts drin. Keine Jack-O-Lanterns. Also müssen wir doch vielleicht noch ein paar davon herstellen. Ein paar Leuchtkürbisse würde ich ganz gerne mitnehmen. Allerdings haben wir das Problem, dass wir kaum noch Kürbisse haben. 18 Kürbisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir nehmen jetzt alle raus. Bis auf zwei. Komm, zwei müssen drin bleiben. Einer alleine ist doof, der hat Angst. Deswegen zwei. Müsste immer in Gesellschaft haben oben. So. Jack-O-Lanterns. 17 Stück. Muss reichen. Muss reichen. Lassen wir hier im Inventar. Bleibt hier drin. Wir dürfen nachher nicht vergessen, den goldenen Schlüssel abzulegen. Den brauchen wir nämlich auf der Reise natürlich nicht, weil wir mit den Schubfächern nichts anfangen können. Ist ja klar. Aber jetzt würde ich gerne noch ein paar Burger herstellen. Ein paar Burger, einfach des guten Gefühls wegen. Burger, 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 Burger. Was brauchen wir nochmal dafür? Also super einfach, diesen Burger herzustellen. Eigentlich kann ich das Rezept auch aus dem Kopf. Genau, Toast. Deswegen habe ich auch so viel Toast hergestellt. Muss ich auch noch eben zeigen. Genau, Toast. Der Toast ist nämlich unten im Ofen. Ich habe schon ein paar Mal die Ofen gefüllt. Die Ofen, die Öfen. Die Öfen gefüllt mit Toast. Damit wir jetzt schnell uns noch ein paar Burger reinziehen können, beziehungsweise herstellen können. Toast ist immer elementar für Burger. Allerdings habe ich bis heute nicht verstanden, warum da rohes Fleisch drauf kommt. Aber gut, ich muss ja nicht alles verstehen. So, nochmal kräftig hier reingegriffen. 16, 16 und 1. Und die Bratpfanne brauchen wir noch. Genau, Bratpfanne. Hier ist übrigens noch mehr Toast drin. Reichlich Toast. Wir haben also richtig gut vorgesorgt. 4 mal 8 plus 3. Pfanne. Übrigens, ich finde es immer interessant, dass man sich so nach einiger Zeit fragt, woher bestimmte Sachen kommen. Warum wir zum Beispiel zwei Bratpfannen haben. Warum wir zwei Rührschüsseln haben. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist gewesen. Warum wir das gemacht haben, ich kann es nicht mehr sagen. Der Zeitraum ist einfach zu lang. Burger. 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 Hat das wohl reicht? Rucksack auf, Burger rein. Bisschen monotones Essen. Aber sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber mir reicht's noch nicht. Ich möchte einfach, wie gesagt, diesen Fehler nicht nochmal machen. Dass wir zu wenig dabei haben. Also geht's nochmal rein. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt fertig sind, dann haben wir auch genug. Dann haben wir, glaube ich, genug.
Burger. Wie gesagt, ich betone nochmal, sollte der eine oder andere jetzt denken, mein Gott, mach doch mal was Abwechslungsreicheres. Möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht. Hier geht es wirklich nur darum, dass wir was im Rachen haben. Oh, passt genau mit dem Toast. Hier geht es wirklich nur darum, dass wir was im Rachen haben. Mehr wollen wir nicht. Mehr wollen wir nicht. Deswegen Burger, 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 Burger. Das reicht jetzt aber auch. Das muss reichen. Mehr brauchen wir nicht. So, rein damit. Pfanne wieder oben aufs Regal. Bis zum nächsten Mal, Pfanne. So, jetzt noch ein bisschen was von dem Steak hier. Das essen wir jetzt ganz auf, bevor wir dann mit den anderen Sachen beginnen. Okay. Im Grunde genommen sind wir jetzt fast fertig. Achso, Rucksäcke. Genau, Rucksäcke wollte ich auch noch herstellen. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Rucksack. An diesem Spiel ist es irgendwie so, dass man das Rezept für den großen Rucksack nicht sieht. Ich muss mich jetzt nochmal eben so ein bisschen erinnern, wie wir den eigentlich herstellen. Ich glaube, man braucht einfach Leder und einen kleinen Rucksack. Also Leder haben wir genug. Leder haben wir reichlich. Reichlich. Also ich glaube, wir haben so viel Kühe geschlachtet. Wir müssten Leder ohne Ende haben. Müssten wir. Da, Leder, wie viel haben wir? Leder, 7x64. Sag ich doch. Sag ich doch. 64 plus 1. So, was war es jetzt noch? Moment mal. Einfach nur Leder. Mehr nicht. Wir nehmen mal eben einen kleinen Rucksack da raus. Und umrahmen den mal mit Leder. Ich weiß nicht mehr genau, ob da ein großer aber rauskommt. Nein, kommt nicht. Dann war es irgendwas anderes. War das gegerbtes Leder oder sowas? Kann das wohl sein? Man sieht es nämlich nicht. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Shift, Shift, Shift. Tier 3. 0, 0 Slots. Nee, also ich habe jetzt gerade mal Shift benutzt hier. Tier 3, was könnte das heißen? Gebundenes Leder, Backpack. Gebunden und gegerbt. Gegerbtes Leder. Ne, gebundenes Leder. Lass mal eben gebundenes Leder. Ich glaube, gebundenes Leder brauchen wir dafür. Ich habe da so eine entfernte Erinnerung. Spinnfäden haben wir ja. Lass uns das mal ausprobieren. Ich muss es einfach ausprobieren jetzt. Fäden. Kommt da, wie viel kommt da denn bei raus, wenn man jetzt eine Einheit hier craftet? Was kommt da nochmal bei raus? Einmal gebundenes Leder. Ich bin geradezu wahnsinnig entzückt. Mehr nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, dann machen wir jetzt ein bisschen mehr. Gebundenes Leder. Gebundenes Leder. Ein Glück, dass wir so viele Spinnenfäden haben. Und wenn nicht, können wir auch noch welche herstellen. Kein Problem. Wir haben von allem genug da. Wir können auch ein bisschen spielen mit den ganzen Sachen. Da, 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 da. So, wie viel haben wir? 6? Das reicht immer noch nicht. Ich hoffe, dass ich hier richtig liege mit dieser 8. So, das muss aber reichen. Das reicht, genau. 8 reicht. Nein! Auch nicht! Was zum Geier war's denn, Mensch? Was zum Geier war's denn? Gegerbtes Leder? Na, was kommt da rein? Gegerbtes Leder? Also gebundenes Leder oben rein und dann schmelzen. Gehärtetes Leder. Gehärtetes Leder sagt mir gar nichts. Es muss gegerbtes Leder sein, denke ich mal. Deswegen schmeißen wir jetzt das gebundene Leder. Haben wir eigentlich noch mehr Leder hier? Wir haben hier ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall schon mal, ich habe eben gar nicht drauf geachtet. Wir haben hier schon mal mit gegerbtem Leder gearbeitet, sehe ich gerade. Gegerbtes Leder. Gebundenes Leder ist hier nicht drin. Okay, also gegerbtes Leder 7. Wir haben jetzt 8 dabei, das reicht vielleicht erstmal.
So, konzentrieren hier jetzt. Gebundenes Leder da rein. Brenne, Ofen, oh brenne. Ich teile das mal eben auf zwei Öfen, damit es schneller geht. Ich teile es mal auf vier Öfen, damit es schneller geht. Oder auf drei Öfen. Oder auf vier Öfen. So, brenn jetzt. Ich mache jetzt nichts anderes. Ich will das jetzt wissen. Ich tippe, es war gegerbtes Leder. Aber glaubst du das auch? Ich glaube, es war gegerbtes Leder. Muss es sein. Muss es sein? Muss es sein. Da, 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 da. Ofen brenne. Los. Gegerbt. 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 Crafting-Truhe. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, es war gegerbtes Leder. Nein. Ja, genau. Das war's. Das war es. Großer Rucksack. Also noch ein großer Rucksack. Noch ein großer Rucksack. Und weißt du was? Wir machen noch einen großen Rucksack. Einer reicht nicht. Gebundenes Leder. Noch einen großen Rucksack. Ich will noch einen haben. Wir haben ja gebundenes Leder da. Haben wir ja gerade gesehen. Reicht mir aber nicht. So, neun. Einmal können wir noch. Gebundenes Leder. Und rein damit in die Truhe. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Leder, Leder. Ach, das hat sich hier oben schon wieder einsortiert. Eisensense, die brauchen wir übrigens auch nicht, ne? Brauchen wir eine Eisensense auf der Reise? Brauchen wir die? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich meine, wir können die ja vorsichtshalber mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen, ganz ehrlich gesagt. Und wenn, können wir die auch eben herstellen. Weil wir dann garantiert irgendwo auch Eisen finden und das vielleicht auch eben brennen können. Deswegen Eisensense, Eisenhacke, Eisenhacke. Obwohl, weißt du, wir könnten doch eine Eisensense gebrauchen. Die wir vielleicht auch mitnehmen fürs Erste, wenn wir irgendwie früh etwas finden. Wenn wir irgendwie einen Baum finden, wo wir Setzlinge haben möchten. Und der irgendwie sehr zögernd und zaghaft mit seinen Setzlingen umgeht. Dann können wir die Eisensense vielleicht doch ganz gut gebrauchen. Mir gerade überlegt. So. Okay. Nochmal in den Ofen. Drei. Wir haben es ja gleich. Wir haben es ja gleich. Wir sind ja gleich fertig hier. Da nochmal drei rein. Da nochmal zwei rein. Wieder gegerbtes Leder. Und vielleicht machen wir dann mit den restlichen Vorräten an gegerbtem Leder, was wir jetzt noch hier drin haben, in diesem Schubfach, machen wir dann einfach gleich zwei von diesen großen Rucksäcken. So, alle sieben raus. Und noch einen Rucksack hergestellt. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir die vielleicht noch färben. Also bestimmte Farben haben wir ja noch gar nicht. Hier grün zum Beispiel. Wie geht das hier? Ich überlege gerade, wie wir die noch mal färben können. Lass uns gleich mal eben was ausprobieren. Oder muss man vielleicht einfach einen farbigen... Wir haben von diesen farbigen kleinen Rucksäcken haben wir nichts. Ich nehme einfach mal so ein grünen Farbstoff daraus. Ich will das mal ausprobieren, ob das gleich auch anstatt des Rucksacks mit dem Farbstoff funktioniert. So, das müsste alles fertig sein. Genau. Inzwischen hat man ja doch ein Gefühl, wie schnell diese Öfen dann auch brennen. Und das tun sie ja wirklich flott. So, gegerbtes Leder. Insgesamt 17 Einheiten. So, wir gehen mal einmal in die Runde hier. Mit dem kleinen Rucksack, das haben wir gesehen, der ist verbraucht. Es geht aber nicht. Es geht nicht. Wahrscheinlich braucht man doch einen farbigen kleinen Rucksack dafür. Weißt du was? Ist das mir total egal. Ist mir jetzt egal. Ich will mich damit jetzt nicht aufhalten. Das dauert alles viel zu lange hier. Nehmen wir mal diesen kleinen Rucksack hier mit. Oder den gelben. Lass uns mal einen gelben Rucksack, oder? Ja, keine Ahnung. Grün. Wir nehmen den grünen Rucksack mal mit. Den lassen wir da. Grüner Rucksack mit gegerbtem Leder ergibt einen großen grünen Rucksack. Genau, okay.
großer grüner Rucksack. Hängt also von dem kleinen Rucksack ab. Das sind alles Sachen, die ich wirklich komplett vergessen hatte. So, den kleinen gelben wandeln wir auch nochmal um, damit wir schön farbenfrohe Rucksäcke haben. Farbenfroh. 9. Einmal können wir noch. Und wenn ich mich jetzt hier so umgucke, die ganzen kleinen Rucksäcke haben wir jetzt verbraten. Die Farbe packen wir wieder weg. Gegerbtes Leder. Jetzt haben wir 3 Rucksäcke hergestellt. Und mit... Ich drücke immer auf irgendeine Taste, dass sich das hier oben einsortiert. Ich weiß bis heute nicht, welche Taste das ist. Rucksäcke. Groß. 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 Den großen blauen müsste ich eigentlich auf dem Rücken haben. Das sieht man jetzt nicht. Ah, genau, das ist der blaue. Okay, der hellblaue Rucksack ist unser Nahrungsmittelrucksack. Den behalten wir auf dem Rücken. Wo wir natürlich auch andere Sachen reinpacken werden, ist ja klar. Aber da sind unsere Nahrungsmittel drin. Und wenn wir auf die Reise gehen, haben wir nicht nur den blauen Rucksack, sondern 1, 2, 3, 4, 5 andere große Rucksäcke. Den kleinen lassen wir, glaube ich, da. Den nehmen wir nicht mit. Dann haben wir also insgesamt tatsächlich 6 große Rucksäcke, die wir mitnehmen können. Wir könnten auch noch so einen Werkbankrucksack mitnehmen, aber ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, irgendwie komme ich mit diesem Werkbankrucksack nicht so klar. Mal eben gerade ganz kurz was ausprobieren hier. So, Shift B. Den Rucksack nehmen wir mal eben raus, den packen wir rein. Geht gar nicht. Kann man gar nicht reinpacken. Shift B, kann man den nicht? Doch, geht doch. So, und jetzt mit B aktivieren. Auch nicht schlecht. Eben mal ganz kurz was ausprobieren. Wenn wir jetzt diesen Rucksack auf dem Rücken tragen, da können wir die ganzen Nahrungsmittel reinpacken und wir können auf die Schnelle, wenn wir Bock haben, mal irgendwas craften. Was können wir denn mal eben auf die Schnelle craften? Was geht denn? Was ist denn irgendwie jetzt... Das ist mal eben ganz kurz Holz. Ich nehme einfach mal Holz hier raus. Irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. So, wir möchten jetzt eine Tür craften. Geht das hier? Ja. Also das geht einfacher als mit dem anderen Rucksack. Mit diesem kleinen Rucksack hat das irgendwie nicht so funktioniert. Das Holz bleibt da dann auch in dieser Position drin. Ich glaube, wir nehmen doch diesen Rucksack mit. Der ist irgendwie gar nicht so verkehrt. Allerdings raff ich den Unterschied zu dem kleinen Rucksack nicht. Zu dem kleinen Werkbankrucksack nicht. Was war der mit dem kleinen Werkbankrucksack? Den haben wir doch auch noch. Wo ist der denn jetzt? Da. Eben mal ganz kurz abchecken. Großer Werkbankrucksack raus, kleiner Werkbankrucksack rein. Ausprobieren. Da ist nur eine Reihe. Weißt du was? Raus mit dem... Rein mit dem. Den nehmen wir jetzt. Den nehmen wir jetzt zukünftig. Und alle Nahrungsmittel, die wir in dem blauen Rucksack haben. Obwohl, die passen da gar nicht rein, ne? Das passt da alles gar nicht rein. Also wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob wir den jetzt... Ich glaube, wir lassen es erstmal bei dem anderen Rucksack auf dem Rücken. Trotzdem nehmen wir den Werkbankrucksack einfach mal mit, um den auf unserer Reise auszuprobieren. So, ich denke, darauf können wir uns einigen. So machen wir das. Kurzum, wir sind gerüstet für die Reise, müssen aber jetzt noch, bevor wir losgehen, noch ein paar Kleinigkeiten hier draußen machen, denn wir wollen eine Richtung einschlagen, natürlich eine Richtung einschlagen, wo wir vorher noch nicht großartig gewesen sind. Ich erkläre das mal ganz kurz. Hier ist unser Rucksack. Und wir wollen in diese Richtung. In diese Richtung wollen wir. Und jetzt vergrößere ich mal die Karte. Man sieht auch, wo wir überall gewesen sind. Also hier sind wir ja gewesen, hier ist ja Atlantis und da ist der Zombie-Spawner und hier sind Fantasiebrunnen, Dschungel und so weiter. Hier sind wir sehr oft gewesen,
wo ich übrigens irgendwann auch nochmal eine Bahnstrecke hinbauen möchte. Hier ist der Pferdezüchter hier oben, Pferderanch, dann haben wir das NPC-Dorf da ganz oben gefunden. Bett, oh, ich habe das so alles so lange nicht mehr gezeigt. Hier sind wir runtergelaufen, also in alle Himmelsrichtungen, fast alle Himmelsrichtungen. Nach Norden sind wir gelaufen, nach Osten und nach Süden, wo wir aber noch gar nicht großartig gewesen sind, jedenfalls nicht mit Atlas, ist der Westen. Wir sind also bisher noch nie nach Westen gelaufen. Und genau in diese Richtung möchte ich mit dir zusammenlaufen, um die Gegend zu erkunden. Das Problem ist allerdings, dass es mich schon seit Ewigkeiten stört, dass wenn man in diese Richtung läuft, ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Erstmal, es nervt mich hier tierisch, dass man hier so ein Hindernis hat. Also, hier muss man erstmal hoch. So, und dann geht's da wieder runter und dann geht's da wieder hoch. Und erst wenn man da hinten im Wald ist, dann fängt das eigentlich an, dass man gemütlich laufen kann. Und deswegen würde ich gerne, damit wir das jetzt auch wirklich über die Bühne bringen, würde ich gerne hier einfach noch einen kleinen Weg bauen. Das dauert nicht allzu lange. Vielleicht durch den Berg durch und dann da hinten hoch, dass man den Wald einfach hochgeht. Ich glaube, das würde ich ganz gerne tun. Ich überlege gerade, ob wir jetzt diesen Weg hier, ob wir jetzt einen Tunnel graben. Ich glaube, wir machen einfach mal einen Tunnel. Ich glaube, das ist ganz nice. Hier ist die Bahnlinie, die knickt dann hier ab. Und der Weg sollte vielleicht einfach mal idealerweise genau so weiterlaufen hier. Drei Blöcke breit, das müsste ausreichen. Wir graben uns jetzt hier einmal durch. Ah, lange nicht mehr gemacht, Oh, ich mache das ja so gerne mit dieser Schaufel. Und wir haben die auch gerade frisch repariert. Die wird jetzt richtig lange halten. Und wenn wir in irgendwelchen Dungeons, in irgendwelchen Höhlen sind auf unserer Reise, wir können richtig fett mit der Schaufel arbeiten. Und gelebend und unter Umständen dann halt auch Rohstoffe abbauen, die wir auch noch gar nicht haben. Also man könnte ja meinen, dass wir schon sehr viel gefunden haben. Ich selber habe kein Gefühl dafür, wie viel das tatsächlich ist von allen Möglichkeiten, die dieses Spiel bietet. Aber ich glaube, da ist noch eine ganze Menge machbar. So, mit der Höhe des Tunnels überlege ich gerade, ob man das vielleicht bei dieser Höhe einfach bläst. Und jetzt geht das hier los. Hier würde ich mich jetzt sehr gerne noch durchbuddeln.